Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute ist der dritte Tag von meiner Westwegwanderung. Letzte Nacht hatte ich sehr viel Regen. Ich bin ein bisschen nass, aber wir haben wieder gutes Wetter und es fängt langsam an zu trocknen. Ich werde heute mal gucken, ob ich endlich eine Hütte finde, wo ich auch mal ein bisschen Feuer machen darf und so weiter und so fort. Und wenn du Bock hast, mich dabei zu begleiten, dann bleib da einfach dran. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt schon so 3 bis 4 Kilometer gewandert, um ein bisschen wach zu werden. Ich habe da beim Vordach bei der Skihütte, das habt ihr ja gerade schon gesehen, übernachtet. Ja, zum Glück ist es nicht kalt, also wenigstens halbwegs angenehm mit den Temperaturen und so weiter und so fort. Und da stört das auch nicht so. Jetzt haben wir unterbrochene Wolkendecke, ja, ihr seht's. Und das trocknet meine Hose relativ schnell wieder und ja. Eigentlich alles sehr schön und ich wandere erstmal ein bisschen weiter. So, meine lieben Freunde, da melde ich mich mal wieder. Ich bin nicht mehr auf dem Westweg. Ich bin nämlich vom Westweg abgegangen, um in Furtwangen kurz einkaufen zu gehen, weil morgen ist Sonntag. Und ich hatte nur noch eine halbe Tüte Nüsse übrig. Und jetzt wandere ich hier auf die kalte Herberge zu, oberhalb von Furtwangen, durch so richtige kleine Forst- und Schleichwege. Also hier ist auch sonst keine Sau außer mir. Ich muss auch sagen, das ist hier gerade extrem anstrengend, aber ich halte durch. Macht man halt ein paar mehr Pausen, ne? Ist ja in Ordnung, ist ja nicht schlimm. Ja, und heute treffe ich noch jemanden, und zwar den Arthur, weil ich hatte ja in meinem Video, wie ich eine Tour plane, angesagt, wo ich wann ungefähr bin. Und wer Bock hat, kann einfach mal rumkommen. Und Arthur hat mich auf Facebook angeschrieben. Ja, und jetzt sehen wir uns gleich an der kalten Herberge. Das heißt gleich. Ich brauche noch fast 1,5 Stunden wahrscheinlich dahin. So wie der Weg hier geht, mindestens 1,5 Jahre. Ich weiß noch, als wir bei der Bundeswehr sozusagen unsere Prüfung abgelegt haben. Also wir hatten einmal so eine Wachübung und dann einmal draußen nach Karte marschieren und durchs Gelände und so weiter und so fort. Da haben uns die Ausbilder auch absichtlich immer durch die miesesten Sachen durchlaufen lassen. Und das krasseste war eine Wildschweinsuhle, die vollgeregnet war. Und dann war das so ein kleiner Moorteich, ja. Also so richtig dreckiges, stehendes Morastwasser. Und die Ausbilder, alle durch, da, alle durch. In Vollmontur, ne? Mit Gewehr über dem Kopf, so. Alter Schwede. Und dann später auch noch war da so ein extra vorbereiteter Matschabschnitt, ja. Da hatten sie extra mit dem Gartenschlauch alles matschig gemacht. Auf den Boden, Feindbeschuss, auf den Boden! Und dann mussten wir da durchrobben. Ich kann euch sagen, der geschlossene Zug ist mit vollen Klamotten, natürlich nachdem man die Waffen abgegeben hat, in die Gemeinschaftsdusche gegangen, mit allem noch an. Und alle duschen auf volle Pulle an, mit Gartenschläuchen abgespritzt und so. Wir waren 2,5 Stunden dabei, alles sauber zu kriegen. Haben wir nicht geschafft. Ey,
Das hat noch eine ganze Woche gedauert, bevor wirklich aus allen Sachen wieder der Schlamm draußen war. Boah. Ey, ne? Musst du dir vorstellen, 2,5 Stunden unter den Gemeinschaftstoiletten mit allem an. Also auch mit den ganzen Koppeltaschen und so. Und dann langsam unter der Dusche so ausgezogen, alles nacheinander und wieder abgespült und übel. Und das stank. War da so richtig stehender Morast. Alter Schwede. Das war nicht witzig. Da erinnere ich mich bis heute dran. Ey. Die T-Shirts haben auch noch 4-mal Waschen noch danach gerochen. Meine Güte. Eine Sache, die ich auch schon mal gesagt habe, immer wieder sage, es ist immer nur schön im Rückblick, wenn man an die Armee denkt. Niemals, während man dabei ist. Niemals. So, ich hoffe, man hört mich bei dem Wind. Oh, aber die Brise tut ganz gut, muss ich sagen. Die Quälerei von Furtwagenhoch ist vorbei. Ich bin jetzt wieder auf einem Wanderweg, den mit der gelben Raute. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Ja, und ab hier sollte es wieder ein bisschen einfacher werden. Und die Karte sagt, knapp eine Stunde brauche ich jetzt noch ja, bis Kalte Herberge. Ja. Aber jetzt mache ich ganz kurz erstmal Pause, weil ich brauche 10 Minuten. Um mich mal wieder ein bisschen zu erholen irgendwie. Und irgendwie bräuchte ich demnächst auch mal wieder irgendwas Quellwassermäßiges, also allgemein Wasser. Denn ich kaufe ja kein Wasser ein, sondern halt nur Essen. Und ich glaube, viel Wasser habe ich nicht mehr, höchstens noch 1,5 Liter oder so. Naja, aber spätestens an der Kalten Herberge kann man ja in das Hotel reingehen oder was auch immer da ist, der Gasthof, und sich Wasser holen. Das wird schon. Ist das nicht wunderschön? Vor allem hier ist jetzt richtig abseits. Hier ist echt keine Sau. Hier ist auch kein Wohnhaus, gar nichts. Wunderbar. Ja, genau. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, um diese geheime Feuertechnik. Wir sind ja YouTuber und suchen sich an Horsten, der Ohren spieltlos wegdenkt. Ja. Nicht falsch rum. Mann, Mikrofon. Geh mir nicht auf die Nerven. So. So, ihr Lieben, was ein schöner Platz. Ich hätte gar nicht mehr erwartet, dass wir so, ja, eigentlich so einen angenehmen Lagerplatz finden. Hier ist sogar Feuerstelle, ja, Bänke drumrum. Und jetzt passt mal auf, ich habe den Ultra-Luxus-Stuhl sogar mit Lehne bekommen. Ja, eigentlich wollte ich euch heute ein bisschen ja, Anfänger-Know-how vermitteln, wie man ein Feuer anmacht. Leider hat der Arthur Spiritus mitgebracht, da können wir das natürlich nicht machen. Aber wir werden auf jeden Fall gleich ein kleines Feuerchen anzünden. Da kann ich dann auch mal, meine Schuhe sind immer noch nass und das ist natürlich Blasengefahr, wie man weiß. Und das können wir dann, glaube ich, ganz gut genießen und vor allem mit der Aussicht hier. Guck mal. Das ist auf jeden Fall schon Luxus und irgendwo da hinter uns hauen wir uns dann später hin mit Biwaksack und Plane. Ja. Das wird auf jeden Fall richtig geil und wenn ihr Bock auf ein bisschen Lagerfeuerstimmung habt, dann seid ihr hier genau richtig. Einmal der Werte Lagerbau gezeigt, ne? Ich habe heute mal ein bisschen experimentiert. Ich wollte mal ein bisschen flacher bauen. Habe so richtig auf den Boden über die Erdnägel rein und nur eine Seite hier so offen abgespannt. Dann hier den Biwaksack, oh, mit wieder allem drin, das kennt ihr ja, ne? Und dann drunter geschoben. Ja, eigentlich relativ leichter Aufbau. Kann man einfach nachmachen. Ich muss mal gucken. Also eigentlich wäre die Konstruktion hier wahrscheinlich am besten, wenn es richtig krass regnet. Gut, jetzt ist für heute Nacht klar angesagt. Aber ich wollte es halt mal ausprobieren. Weil ich bin ja noch ein paar Tage unterwegs. Und wenn es dann richtig regnet, dann weiß ich, dass ich so aufbauen kann. Und dass ich so gut geschützt bin. Und vor allem, man braucht dafür nur einen Baum und keine zwei.
Und da drüben haben wir vom Arthur aufgebaut. Ganz einfach mit Baumarktplane. Und was sagst du? Britisch. Britisch ganz viel, ne? Genau. Biwaksack, Carinthia Tropen. Es soll 7 Grad werden. Mal gucken. Ja, und dann machen wir gleich erstmal eine Runde Feuer. Ein bisschen was essen, ein bisschen schnacken. Das wird ein geiler Abend. Fast gute Nacht. Ich weiß nicht, ob man mich so einigermaßen sehen kann. Der Abend war auf jeden Fall noch sehr schön. Wir haben einen sternklaren Himmel. Das heißt aber auch, es wird sehr kalt. Es sind 7 Grad angekündigt. Das gibt meine Ausrüstung noch her. Also alles ist in Ordnung. Dass wir noch ein Lagerfeuer richtig angekriegt haben, das war dann auch noch richtig groß und so. Das war schon sehr schön. Einfach mit dem Panoramablick und so weiter und den Bänken und was essen, quatschen. Auf jeden Fall sehr geil. Ich bin schon sehr müde, werde jetzt mich zum Schlafen begeben. Bin ja schon drin eingemummelt sozusagen. Und ja, hier findest du jetzt auf jeden Fall noch weitere Videos, die du angucken kannst. Zum Beispiel von der letzten Tour oder wie wär's denn zum Beispiel mit der Ausrüstungsvorbesprechung, also einem kleinen Loadout, was ich denn überhaupt an Ausrüstung dabei hab. Ja. Ich glaube, da wirst du schon was finden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da. Abonniere mich, dann verpasst du keine besten Videos mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.